Grandjean befreit sich wie durch ein Wunder aus der Feuerhölle. Hamilton siegt in Bahrain und das Rapid Austria Derby endet mit einem Remis. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. Der gestrige Grand Prix in Bahrain war vom schwersten Unfall in der Formel 1 in den letzten Jahren überschattet. Kurz nach dem Start beim Nachtrennen geht der Formel 1-Bolide von Romain Grosjean nach einem Crash in die Leitplanke in Flammen auf. Nachdem sein Haas in zwei Teile gerissen wurde, geht er in Flammen auf und es entwickelt sich ein riesiger Feuerball. Wie durch ein Wunder rettet sich der Franzose ganz allein aus dem Wrack in der Feuerhölle. Er springt nach genau 26 Sekunden im Feuer aus den Flammen. Es gleicht einem Wunder, dass der Franzose nahezu unverletzt bleibt. Er hat leichte Verbrennungen an den Händen und an den Knöcheln erlitten und hat sich mehrere Rippen gebrochen. Glück im Unglück. Einen großen Beitrag am Überleben von Grosjean haben nicht nur die Sicherheitsvorkehrungen, die an den Formel-1-Autos getroffen und immer wieder verbessert wurden, wie zum Beispiel der Halo, den es erst seit 2 Jahren gibt. Auch die Reaktion von Medical-Car-Fahrer Alan van der Merwe hatte einen maßgeblichen Anteil am Verlauf des Unfalls. Er hat ihm in kürzester Zeit zuerst mit einem Feuerlöscher den Weg freigemacht und ihm dann aus den Flammen geholfen. Am Ende des gestrigen Abends hat Grosjean dann noch ein Video gepostet, in dem er versichert, dass es ihm gut geht. Er erwähnt in seinem kurzen Statement auch, wie dankbar er für die Einführung der Halos ist, obwohl er am Anfang dagegen war. Hamilton, dessen Sieg gestern in Bahrain nach dem Unfall von Grosjean eher nebensächlich geworden ist, hat sich auch zu dem Unfall geäußert. Wenn ich mir die Bilder anschaue, dann muss ich sagen, wir können heilfroh sein, dass Romain nicht schwerer verletzt wurde. Aber es zeigt, wie gefährlich unser Sport ist und trotz aller Bemühungen auch bleibt, so der WM-Sieger. Auf dem 2. Platz fährt gestern Max Verstappen, sein Red Bull-Kollege Alex Albon fährt auf Platz 3. Den 3. Platz am Podest hätte eigentlich schon Sergio Perez sicher für sich gesehen, aber auch die Racing Point-Piloten waren gestern beim Horrorrennen in Bahrain nicht vom Glück verfolgt. Nachdem das Rennen nach Grosjeans Unfall erst nach über einer Stunde wieder gestartet wurde, überschlägt es schon in Runde 3 Lance Stroll, der auf dem Kopf seines Racing Point Boliden landet. Auch ihm ist glücklicherweise nichts passiert. Sergio Perez hingegen fährt fast bis zur letzten Runde auf Platz 3, als auf einmal auch sein Racing Point unbrauchbar wird. Das Auto geht wegen einem Motorschaden am Heck in Flammen auf. Perez muss sein Auto abstellen und das Rennen vorzeitig beenden. Gestern ist in Hütteldorf das Wiener Derby über die Bühne gegangen. Rapid ist damit der 7. Versuch misslungen, seinen größten Rivalen, die Wiener Austria, im Allianzstadion zu besiegen. Das Spiel endet mit einem 1:1 Remis. Die Hütteldorfer gehen gleich zu Beginn in der 7. Minute in Führung. Nach Vorlage von Ullmann schließt Schick sehenswert ab. In der 19. Minute folgt dann die Antwort der Austria mit dem 1:1 durch Wimmer. Die klar besseren Chancen hatte weiterhin Rapid. Dabei zeichnet sich vor allem Austria-Goalie Patrick Penz durch einige sehenswerte Paraden aus. Mit diesem Ergebnis liegen die Hütteldorfer auf dem 3. Platz der Tabelle. Die Wiener Austria befindet sich weiterhin auf dem 8. Platz. Der LASK feiert nach der Europacup-Niederlage gestern einen klaren 3:0 Heimsieg gegen Altach. Die Stahlstädter bauen dadurch den Vorsprung auf Rapid um 2 Punkte aus und festigen den 2. Platz in der Tabelle. Im 3. Spiel des gestrigen Tages kommt der WRC nicht über ein Unentschieden hinaus. Die Wölfe trennen sich gegen den SV Ried mit 1:1. Trotz Führung und mit einem Mann mehr am Feld müssen die Kärntner kurz vor Schluss den Ausgleich einstecken. Tabellenführer Red Bull Salzburg liegt damit nach dem 9. Spieltag weiterhin auf Platz 1. Die Bullen tanken am Samstag mit einem spektakulären 8:2 Auswärtssieg gegen St. Pölten nochmal viel Selbstvertrauen für die Champions League. Bereits am Mittwoch bestreiten sie das wichtige Spiel gegen Lok Moskau in der Königsklasse. Das waren die wichtigsten Sportnachrichten des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Montag und bis morgen im KRONE.at Sportstudio.